Spicy Margarita. Wir rollen Limetten auf einer harten Unterlage hin und her und halbieren sie mit einem Messer, um anschließend mit einer Zitruspresse den Limettensaft zu gewinnen. Zuvor haben wir für unsere Spicy Margarita ein paar Minzblätter in einer Schüssel abgewaschen. Wir nehmen die Minzblätter aus der Schüssel und zerkleinern diese auf einem Schneidebrett. Die Minze geben wir in einen Cocktailshaker und füllen diesen mit dem Limettensaft auf. Die Margarita ist ein Cocktail auf Basis von Tequila. Wir messen uns mit Hilfe eines kleinen Messbechers etwas davon ab und geben den Tequila ebenfalls in den Cocktailshaker. Grobes, nicht zu feines Meersalz wird auf einem Teller mit Chipotle-Pulver gegeben und mit einem Löffel vermengt. Aus dem Regal nehmen wir uns nun Gläser und drücken eine halbe Limette jeweils an den Rand des Glases, damit unser Pulver an diesem kleben bleibt. Für die Dekoration schneiden wir ein kleines Stück von der Limettenschale ab. Wir geben Eiswürfel in den Shaker, damit das Getränk schön kalt wird. Nun ist es an der Zeit, dass wir unsere Margarita schütteln, damit die Zutaten sich harmonisch miteinander verbinden. Mit einem kleinen Schlag lösen wir den Deckel. Und damit wir nicht zu viele Minzblätter in unserem Getränk haben, kommt ein Barsieb zum Einsatz. Wir rühren ein letztes Mal um, damit sich alles verbindet. Mit einer kleinen Chili und der Limettenschale dekorieren wir unseren Cocktail und können ihn nun servieren.